So, moin moin und guten Tag zu einer kleinen, feinen und entspannten Runde Mardek Chapter 2. Meine Kabellage ist gerade ein bisschen für den Arsch. Moment, jetzt muss ich kurz fixen. So, das sollte dann jetzt hoffentlich reichen. Scheiß Kabel. Beim letzten Mal mit einem hoffentlich besseren Charakter angefangen. Und haben das Early Game ziemlich gut gewuppt. Sind immer noch Level 3. Ich bin mir mal ziemlich sicher, dass ich bei den Saviors das ändern muss. Einfach weil selbst wenn ich theoretisch Schaden mache, welcher den Großteil der Gegner 2 Hits rausnehmen könnte, werde ich zu wenig Bulk haben, um die Angriff zu überstehen. Und da mein Level so niedrig ist, habe ich auch nicht extrem viele Reaktionen entsprechend gerüstet. Physisch ist ein bisschen was, ja. Aber gerade magisch. Hätte ich zum Beispiel halt Feuerdamage minus, dann könnte man theoretisch auf halt Runden hoffen, wo Bernhard mit Feuerspell Deluxe angreift. Ich weiß den Namen nicht mehr. Ignite? War das das? Ich weiß es nicht mehr. Aber ja. Müssen wir schauen. Wahrscheinlich brauche ich dafür Level. Gibt ja jetzt nur ein paar wenige Charaktere, die auf Level 3 den Kampf auch wuppen können. Oder halt. Ja, ich glaube, 3 gab es jetzt bisher erst 2 Charaktere? Fragezeichen. Schon alles eine Weile her. Wobei, manche der älteren Runs, die sind ja halt noch obsolet. Das heißt, da muss man schauen, wie dies dann läuft. Daher. Weil ich halt immer garantiert fliegen kann, muss ich auch nicht Warp benutzen. Nicht, dass das jetzt noch nicht schneller ist, aber muss ich nicht extra ins Menü gehen. Das ist halt generell relevanter für Charaktere, die halt ein niedriges Level haben, weil dann halt immer ein Counter halt entsprechend aufploppen. Und wenn sie halt dezent viel langsamer sind, weil dann werden stellenweise auch normale Encounter gefährlich. Und wenn du halt für ein Setup gehst, wo du halt sehr viel Agi-Kram anlegst, dann fehlen dir entsprechend Stats, um beispielsweise Schaden besser wegzustecken. Aber ja. Lässt mich nicht davon nicht beirren. Ich werde auch wahrscheinlich dann vor den Saviors die Trilobite Cave mitnehmen, weil Trilobite Armor könnte sehr praktisch sein. Ich habe ja 15 Speed, das ist schneller als Alia und Bernhard, wenn ich mich jetzt nicht irren sollte. Also schneller als Bernhard auf jeden Fall und Bartolio. Ich weiß nicht, ob Alia eventuell sogar 15 hatte. Also Sache ist, Alia hat 50% Erdschwäche. Kriegen jetzt nochmal ein Upgrade. Eventuell reicht das ja für One-Shot, auch wenn ich es bezweifle. Es sind zwar nur 300 HP und wir spielen mit Hero Deugen, aber es sind halt auch nur Level 3, nicht wahr? Und halt, wir haben nicht entsprechend viele Reaktionen gleichzeitig ausgerüstet. Was halt auch nochmal einen Unterschied macht. So. Erstellen wir das Objekt unserer Begierde. Das Iron Great Blade. Es wäre natürlich super geil, wenn ich Barrier Break lernen könnte. Das würde einfach extrem gut helfen. Das ist halt immer noch der Vorteil, den Deugen im Gegensatz zu allen anderen Großschwertnutzern genießt. Earth Slash ist egal, Spirit Slash auch, Power Attack haben effektiv alle Deugen-Varianten. Jetzt halt, Hero Deugen nicht direkt, aber halt die Spells, die gehen ja auch starten mit 1,6 mal Attacke, also sind sie sogar besser. Aber das ist halt die eine Nische, die halt Deugen behält, weswegen sein Schaden sich halt effektiv ausgleicht, auch wenn andere Charaktere potenziell mehr Schaden kloppen können. Weil er kommt bei den späteren Kämpfen einfach an Barriere vorbei. Das heißt, sein Schaden wird nicht um 50% reduziert. Und da er primär nur physisch angreift. Aber er ist halt ein kleiner, aber feiner Vorteil für regulären Deugen. Weswegen er auch weiterhin gut ist. Bin gespannt, wie das dann wird, wenn ich, jedes Mal laufe ich diesen Weg, ist furchtbar. Wenn ich dann bei Deugen auch den Rerun mache mit dem entsprechenden Regelwerk. Ich glaube, er war auf Level 20, aber das war dann mit entsprechenden Reaktionen und sowas, glaube ich.
Von daher, aber da habe ich ja auch noch schlechter gespielt. Von daher. Schauen wir mal. Den Schlüssel habe ich geholt. Ja. Hervorragend. So, die Sache ist jetzt natürlich Turret Cave. Niedriges Level, also werden Kämpfe immer geprockt und die Fledermäuse sind weiterhin schneller als ich. Da kann ich aber auch Sachen anlegen, die mir Verteidigung geben, weil der Rest ist arschlangsam. Von daher so. Okay, den Ring hast du schon. Gift habe ich hier nicht wirklich schon Relevanz. Oh, ich habe den Silberring mir nicht geholt. Das hätte ein wenig für den Unterschied gesorgt. Na gut, da muss eine Verteidigung hinhalten. Na gut. Gibt auch nochmal extra HP. Also von daher. Das ist wurscht. Oh, dann kann ich sogar die. Nee, die Medium gibt es gar nicht zum Finden, ne? Die hätte ich aber ausrüsten können für viel Verteidigung, fällt mir so gerade ein. Weißt du was? Ich glaube, das ist sogar wert, dafür shoppen zu gehen. Ich glaube, das ist es wert. Das sind halt effektiv nochmal zwei Verteidigungen mehr, nicht wahr? Au, oh, hier hast du das nicht. Den Silberring holen wir uns, falls das relevant werden sollte. Und den grauen Panzer können wir uns in Kanonia kaufen. Glaube ich. Falls nicht, ey, wäre das scheiße. Weil dann kriegst du ihn wirklich erst, nachdem du Morrig 1 geschlagen hast, was sehr albern wäre. Ja, da ist er. Hey. Nice. So. Nehme ich die extra HP? Nehme ich die Verteidigung mehr? Ich glaube, ich mache das. Aber es kommt halt auf deren Attackenwert an, nicht wahr? Probier es mal so. 9 Verteidigung. Leider keine Schilder oder sonst was. Eine Reaktion habe ich schon durch. Dingens. Mir ist auch weiterhin keine Karte eingefallen, wo das die entsprechende Problematik vorhanden wäre. Ergo, hey, du kannst keine leichte Rüstung anlegen, aber auch keine Schilde. Da ist mir weiter effektiv keine eingefallen. So, Agi brauchen wir nicht, stattdessen können wir für HP gehen. So. Hervorragend. Dann schauen wir mal. Dann läuft es doch zweimal rum. Ich glaube, hier gab es auch noch die Kopper. Ja, Blood Drain wird nichts machen, aber ich will wissen, wie viel der Tackle macht. Oh, what? Oh. Okay, das, Könnte reichen, je nach Roll. Oh. Uiuiuiuiui. Aber ich hab schon um 30 reduziert, ne? Ja. Alter Schwede. Einfach so viel Schaden. okay. Schauen wir mal. Ich kann's überstehen, ich muss es aber nicht. Aber es ist halt, wenn du vorher. Das ist die Sache, ich könnte natürlich jetzt selber versuchen, mir dann die Level holen und dann die Ausrüstung. Aber die Ausrüstung könnte ja auch schon vorher helfen, ne? Falls ich dann überhaupt die Turbo Armor benutze. Ich meine, die wird für ein paar andere Kämpfe relevanter werden. Aber ja. Oh, what? Ja, klar, Level kommt auch noch mit rein. Aber ja. Muss Prozessen heilen. Weil wenn 4x45 gerollt wird, dann bin ich tot. Aber es kann auch ein bisschen weniger sein. Jede HP ist jetzt wichtig. Ich könnte jetzt auch die zweite Etage nehmen und dann hier unten nochmal holen und einfach einen Doppelwarp hinlegen. Ich glaube, das ist sogar schlauer, statt ich den Weg da jetzt doppelt laufe. Ah ja, das war auch ein Kampf mit Alia. Das mit dem Chillerball, so mit die Waffe, ehrlicherweise zu verdienen, ey. das war schön. Schön, schön. Gut. Aber wir sind nicht bei Alia, die das Spiel extrem gut gerockt hat. Dafür, dass sie noch heil drin ist.
Wobei sie entweder die Arena nicht schaffen konnte. Das ist so dickes Minus. Die kann nicht 100% machen. Das haben ein paar andere Charaktere. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich das halt entsprechend werten würde. Von daher. Fuck. Aber 2 auf 10. Gut, das ist natürlich noch besser. Das spart. Aber vielleicht auch, ich kann auch gar nicht zweimal AOE hintereinander machen, weil ich zu wenig MP habe. Ah ja, ich werde wahrscheinlich grinden müssen. Snakebite könnte sehr praktisch sein. Halt, um Gift draufzusetzen und dann kann ich auch quasi ganz defensiv spielen. Sogar gar nicht so eine schlechte Idee. Saß halt natürlich Bartolio mit Thunderstorm wird. Bartolio. Bernhard mit Thunderstorm wird sehr viel Schaden kloppen. Dann müssen wir mal schauen. So, sollte hier alles haben. So. Holen wir uns mal noch den Rest. Es war kurz, aber es war schön. Danke, Breastplate. Jetzt haben wir nicht nur Verteidigung, noch ein Verteidigungspunkt mehr, sondern auch extra HP. Ich glaube, es waren 20. Ja, sogar 20. Nice. Und es gibt Immunität gegen Glaciate. Macht daraus sogar eine leichte Heilung. Das heißt, wenn man entsprechend Glück hätte, mit Bernhard könnte man darüber auch den Kampf gewinnen. Aber gut, das sehen wir dann. Eine Sache ist natürlich auch, dass ich mich jetzt nicht vor allen Status-Effekten schützen kann. Also ich lege entsprechend was an. Aber ja. Die Sache ist auch, dass Alia nicht zu vielen Zügen kommen darf, weil sonst würde, Snakebite nicht viel bringen, weil da würden sich das Gift und Regen gegenseitig aufheben. Aber das muss ich dann sehen. So. Später. Es ist natürlich, dass ich Recover auf meiner Seite habe. Es ist halt dezent teuer. Ergo könnte ich 2 Thunder landen, dann Recover und dann steht er da. Auch wenn ich es momentan nicht bräuchte bei meinen HP. Ja, ich muss halt schauen. Ich sehe gerade, das war gar nicht mehr so wenig Schaden. Vierergruppe könnte mich sogar rausnehmen. So, dann ist jetzt die Frage, was für Setups versuchen wir? Also erstmal muss ich dann noch den Speed sehen, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich dann wahrscheinlich mit sowas hier gehen. Wahrscheinlich. Keine magische Verteidigung. Ah. Dann schauen wir uns das jetzt erstmal an, stat-technisch.
Genau. Bernhard, Wasser. Oh, dann kannst du sogar den Zauberspruch benutzen für dicken Damage. Der könnte sogar One-Shotten. Du hast Erde. Du hast gar nichts. Also schon. Hm. Wie macht den Thunder? Okay. Ey. Ja. Und tot. Ja, was heißt Alia schneller? Also hat sie wahrscheinlich 15 AG. Der 5 wird schlauer sein. Wenn ich Snakebite habe. Das hat gar nichts gegeben. What? Okay. Der Befehl hätte schon reichen können, fällt mir so auf. Egal. Was ist mein Levi 5? Ich glaube, es ist Level 6, um mir die eine AG mehr zu holen. Doppel-Uf. Wie viel hast du? Sogar 16. Ah. Na gut. Nice. Nein, warum M-Schild? Oh, das ist jetzt ein Problem. Das ist jetzt ein richtig doofes Problem. Na gut, schauen wir mal. Das sollte reichen. Yes! Oh, warte, Recover, halt mich auf für den Staatseffekten. Ey.
Boah. Hätte auf niedrigerem Level eventuell klappen können, aber so ist halt einfach sicherer. Wobei, ganz ehrlich, könnte sogar funktionieren. es könnte auch auf Level 3 funktionieren. Aber die Sache ist halt, Batoyo kann so viel Schaden machen. Kann so viel Schaden machen. Plus hier schon mal die 30% jetzt da drauf, von daher. Aber ja, Level 4 hätte funktionieren können. Bam. Aber ja, das war sehr gut. Nice. Ah, ich bin auch vergiftet. Ja, Level 3 könnte funktionieren, wenn ich Glück habe. Ich könnte ruhig versuchen, halt Bernhard länger stehen zu lassen, weil wir hoffen, dass er Glacial macht. Die Sache ist aber halt, mein Torhütisch könnte ich, das Feuerpendant ausrüsten. Dann habe ich halt zwar keine Immunisierung mehr hier, aber halt, dann sind zwei Angriffe, wo ich weniger Schaden vornehme. Und könnte zuerst für so ein paar Teuer rausnehmen. Die Sache ist aber, sobald halt einmal, M-Schild kommt von Alia, was durchaus passieren kann. Oder halt Thunderstorm von Bernhard, da werde ich halt einfach gerappt. Deswegen ist das wahrscheinlich so ein wenig besser. Aber ja, das lief doch ziemlich gut. Keine Ahnung, ob das jetzt hier gegen den Schamanen gleichsam gut funktionieren wird. Ich kann mich auf jeden Fall schneller machen. Für einmal dicken Damage. Plus Feuerschwäche. Also könnte sogar jetzt hier auf Level 5 funktionieren. Was erstaunlich wäre. Ja, das würde auch eventuell Level 4 funktionieren. Level 3 sehr knapp. Level 4 könnte schon reichen mit dem extra Skillpunkt. Von daher. Aber das sehen wir dann. Na klar, ich hatte eigentlich den Snake Stone losgerüstet. Na egal. So, Schamane. Ich bin sehr gespannt. Gut, dann. Gibst du Spirit? Leider nicht. Also kann ich einfach dich nehmen, weil. Macht keinen Unterschied. Aber dann habe ich gleich die Agilität drin. Aber an Skills brauche ich aber eigentlich nichts anderes. Nee, ich glaube, ich nehme das. So. Weil mir was Spirit gibt, habe ich jetzt nicht. Gut, schauen wir mal. Oh, nee, das kriege ich erst später, leider. Leider. Gut. Dann probieren wir das mal, ne? Das war da seine Aktion. Hab ich gespeichert. Oh, du hast sogar nur Baseline 14. Ah. Gut. Du hast mir eine Feuerschwäche. Yay. Luft ist mir wurscht. Also bist du eh gegen alles immun, von daher. Pyromagier. Okay, könnte doch sehr knapp werden. Weil jetzt mal schon 300 Damage. Oh, es hätte sogar fast 900 rollen können. Nein! Was geht. Ja.
MDiff ist ja nur bei magischen Skills, ne? Ja, weil es minus Target MDiff ist, glaube ich. Ich glaube, offensiv war das nur für... oder als... Um dein Skill zu verstärken, war es, glaube ich, schon bei High Skills. Muss ich mal kurz schauen hier. Powers. Ja, genau. Das ist nur MDiff durch Gegner. Okay. Gut. Dann soll das so mein Setup sein. Ein bisschen mehr HP. Ja, zwei Darkstorms kann ich nicht so ganz wegstecken. Aber naja. Resist Light, ey. Was bringt diese Rüstung? Resist Dark wäre gut gewesen, aber... Naja. So, los. Hoher Damage. Warum nicht 900? Okay, also ich muss es in zwei Angriffen quasi schaffen. Oh, macht einfach 300 Damage. Das könnte ich mal mit Tränken gegen heilen, ey. Ich meine, ja, theoretisch Rüstung, die hat mehr MDiff gibt, aber... Ach stimmt, du hast noch ein zweites Pendant, das kann ich sogar potenziell benutzen. Ein Wie wird machen? Kann ich mal probieren, theoretisch. Aber es ist natürlich weniger Schaden. Wenn mich das zwei Runden überstehen lässt, dann könnte es sogar klappen. Mal einfach ein bisschen probieren. Guter Schaden. ja, jetzt natürlich physisch. Und das ist ein 96, okay. Nee. okay, offensiv bleiben ist die Devise. es senkt den Schaden gut, dagegen sage ich nichts. Es ist trotzdem zu viel Schaden. Aber Pistol möchte ich mich jetzt eigentlich nicht einlassen. Das kann ich jetzt nicht anlegen. Das würde so helfen. So, probieren wir es mal. Notfall. Oh Gott, mein Hals. Notfalls Level 6. Oh! Aber es wird nicht reichen. Es kann nicht so viel Schaden rollen in zwei Runden. Ja? Nein! Ach! Okay. Probier so ein weiteres Level. Ich meine, das kann jetzt physisch helfen. Mit ein bisschen Glück, wenn Normal Attacks sind und halt dementsprechend Damage Rolls, ja. Thank you.
komm schon! Ey, du hast zwei physische und einen magischen Angriff. Du rollst erstmal, ob Normal Attack oder Skill und dann nochmal, ob du halt Dark Claw machst. Das sind drei 50-50s. Nee, sogar eigentlich nicht. Sogar eigentlich noch eher mein Vorteil. Heute reicht das ja schon. Notfalls Level 7. Wenn ich zweimal 900 rollen würde, dann würde es ganz knapp nicht reichen. Aber. Das war gut. Ah, wieder verkackt. Oh, richtig verkackt. Yep. Yo. Erstmal 50-50, dann nochmal 50-50. Und beide Male verkackt. Beide Male, vor allem alle dreimal verkackt. Oh ja, und gleich noch den 10% Stun-Up bekommen. Jopp, jopp, was ist denn Quatsch, ey? Hey, jetzt mache ich extra AP, dass ich, wenn physisch und ein bisschen magisch komme, ich das sogar wegstecken kann. Aber nein. Bei 760, das war so gut. Okay, never mind, noch besser. Komm schon. Du bist doch scheiße und rollst natürlich jedes Mal so hoch. Nein! Nein! Hör doch auf! Hallo! Ey, du Scheiße! Weißt du das? Richtig scheiße! Es ist wahrscheinlicher, dass sie physisch angreift, als dass sie magisch angreift. Es ist wahrscheinlicher. Ah, Mann! Ist das dumm, ey? Es ist so dämlich! So dämlich! Es ist so unfassbar dämlich! So dumm! Und sie ist einfach richtig für den Arsch! So dumm, ey! Einfach nur dumm! Nichts anderes ist das, ganz ehrlich. So dämlich, ey. Ah ja, aber ich und RNG, das sollte ja inzwischen schon bekannt sein, ne? Zwar ein schöner Tausender, werde ich wahrscheinlich nicht wieder kriegen. Bis das noch drei auslaufen. Jetzt, danke. Ich bin sonst nicht aus dem... aus dem Ruder Heroes. Eins. Ja, und es hat mich fast gekillt. Yay, geschafft! Nein, die XP! Moment. Wups! Aber ist okay, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Dafür habe ich ja den Skip, nicht wahr? Das, falls sowas passiert. Aber drei Hits sind relativ gut möglich. Bam. Nice. Ah, das ging sogar ziemlich gut. Das kann sogar Katakomben machen. Ich bin schockiert. Gut, jetzt muss ich hier vorbei. Aber mit Level 7 habe ich etwas leichte bessere Chancen, dass ich mal vor den Countdown fliegen kann. Zumindest hier. In den Katakomben hat sich das wieder erledigt. Ach, ganz vergessen. Gott, ey. Wie so eine alte Oma. Da ist die magische Feuerreaktion, kann ich mir jetzt noch sparen, weil, boah, die wird erst beim Zombie-Drang relevant. Oh, da sind wir noch eine Weile von entfernt. Da kann ich es auch später beibringen. Schau mal, wir haben Zombie-Locksmith, glaube ich, nicht. Soll ich das machen? Kann ich meine Pyromanie macht
Pyromagia macht halt viel Schaden. Natürlich 3. Aber er hat schon vorher ein Schild, das heißt Maximum 500, er hat 2400 Leben oder so. Oder es war nur 2100. Schluckte ich, Entschuldigung. Und ja, das Spiel hat wieder x-tausend Hits. Einmal getroffen werden, das war's. Ich hatte zwar Schock, aber er hat halt auch Schild. Also, ja. Bräuchte sehr viel Glücksheit. Kann einfach nicht jeder Wurm sein, der dann einfach 1000 Schaden macht. Bestenfalls in 2-3 Angriffen das wegbekommen. Das war halt auch ein bisschen RNG, halt was die Werte er senkt. Aber ja. Ich meine, wenn die ganze Zeit halt Lock Skills macht, dann könnte es funktionieren, aber selbst dann ist das zu wenig Schaden. Selbst dann ist das zu wenig Schaden. Es kam auch erneut die Frage auf, hey, wieso machst du ein Level nicht gleich auf Maximum und gehst einfach durch das Spiel durch? Ich verweise ja des Öfteren auf die Videobeschreibung. Ich habe schon extra auf Englisch gehalten, weil eigentlich mehr Leute Englisch können sollten als Deutsch. Aber das ist ja scheinbar stellenweise zu viel verlangt. Durch Levels kann man sich sehr viel von Herausforderungen nehmen. Gerade halt von den ersten 3/4 des Spiels. Und auch, wenn nach hinten natürlich dann immer Level halt inflationiert werden wie sonst was, ist es so, dass gerade halt in den ersten Kämpfen halt es strategietechnisch ein wenig interessanter laufen kann, wie das alles funktioniert. Ausrüstung hast du nicht gesehen. Gehe ich für das HP-Accessoire oder nicht? Sowas halt. Und wenn ich mein Level einfach da viel zu hoch setze, dann ist da die ganze Herausforderung hin. Es gibt ja auch einen Grund, warum ich die Mugwort-Juices gebannt habe, weil die halt effektiv, du kannst die alle aussparen bis zum Ende. Und selbst wenn du sehr hohen Schaden kassierst, kannst du einfach dann die Potion spammen, halt auf einen guten Angriff hoffen und dann klopfst du den Schaden durch. Weil das immer noch die Sache ist, die man, wo man ehesten rütteln könnte. Aber ich mag es eigentlich so, wie es ist. Halt, wenn Charaktere von sich aus keinen guten Highskill haben, dann sind sie halt auf Potions oder halt auf Schaden angewiesen. Und ich finde das eigentlich ganz cool. So wie es momentan ist. Es muss nicht jedem gefallen. Aber ja. Aber jetzt Level, die geben halt nicht nur HP, sondern halt auch SP, um mehr Technik zu benutzen, bevor man Mana-Heiler braucht. Und einfach ran erhöhen sie ja auch meinen Schaden. Halt, natürlich sind halt immer Rüstungen, also Rüstgegenstände, halt Waffen und Verteidigungskram immer relevanter, werden immer für einen größeren Unterschied sorgen. Hier und da auch mal die neue Technik mit besserer Formel. Aber Level fließt eigentlich so ziemlich in alles rein, was Schaden betrifft. Und es macht einen Unterschied, ob das quasi halt mal 1 genommen wird oder mal 100. Es macht schon einen kleinen, aber feinen Unterschied. Von daher, ja, das nach hinten hin halt, dass immer alles quasi am explodieren ist, weil halt Zombie Morik viel zu überzogen ist, was Schaden angeht, ja. Aber deswegen muss man halt sich nicht in großer anderen Kämpfe halt versauen. Von daher. Aber das nur nebenher, weil das halt öfters halt aufkommt. Als Frage andere Sachen. Da gehen Leute eher so mit der Akkord, halt mit den ganzen Sachen, die ich gebannt habe. Aber Level ist halt immer sehr oft eine Frage. Ich meine, das ist auch der Grund, warum ich halt den XP mal 0 halt angelegt habe, dass ich halt mein Level theoretisch niedrig halten kann. Weil im normalen Spiel, selbst wenn du nur Bosse bekämpfst, also alle gezwungenen Encounter, das sind halt auch Erfahrungspunkte wie sonst was. Mal theoretisch, wenn man mit der regulären Gruppe spielt, dann könnte man halt andere Charaktere tot halten und nur ein Charakter kriegt halt die Erfahrung. Sowas zum Beispiel, aber das wäre mir viel zu viel Fummelei. Zumal es nicht komplett gehen würde, weil du erstmal Marek Deugen hast mit einem Kampf. Dann könntest, also da würden sie halt Erfahrung kriegen, das kannst du halt auf einen, wo man oder halt verteilen, dass sie bestenfalls kein Level abkassieren. Oh, das ist ein Haarfilm, kann ich den nicht mitnehmen. Oh, na gut. Muss auch mal hier bald ausmisten. Jedenfalls, bis die beiden auf Level 3 bleiben, dann bei Meruens kannst du Steel die Erfahrung geben lassen. Gut, bei Lakehack, da wird irgendwer die Erfahrung kriegen, wenn der Emila, weil sie theoretisch noch am wenigsten hatte. Dass wenn das Level niedriger bleibt.
Und dann halt ab den Saviors und sowas kannst du halt jedes Mal zwischen Zack und Vern wechseln, damit die halt sich die Erfahrung aufteilen. Aber selbst dann. Ist halt, wer sich sowas antun will, bitte. Ich möchte das nicht haben. Zumal, oh, ganz vergessen, klar, reguläres Angreifen, Heilen und sowas, das bringt auch Erfahrungspunkte, also würde das auch nicht mal wirklich gescheit funktionieren. Gut, in der zweiten Hälfte kannst du Phönix anschmeißen, die geben ja nur Basiserfahrung, das ist ja nicht so viel. Ich glaube auch on Kill ist das weniger, als wenn du sie generell besiegst. Aber ja. Außerdem führt das ja auch zu ganz interessanten Metriken, dass manche Charaktere halt effektiv an die 100 ran müssen, um zu bestehen. Oder du auch einen Charakter hast, der selbst auf Level 100 nicht gewinnen kann. Wenn man den ganzen OP-Kram bannt. Bin immer gespannt, ob das mit noch einem Charakter passieren wird. Ich kann mir schon denken, für wen das gelten würde. Aber ja. Schauen wir mal. Das hätte ich hier nochmal vorher holen können, wenn ich dann sowieso den Schlenker zur Seite mache und dann zu warpen. Das wäre schlauer gewesen. Na egal. Egal. Wäre natürlich sehr cool für Kapitel 3, wenn man den NPC, der den Weg versperrt hat, untersetzt, um zu gucken, ob sich die Maps dann irgendwie verändert haben. Es müssten theoretisch immer noch die gleichen Maps von Kapitel 2 sein. Ich frage mich halt nur, ob er daran gedacht hat, die ganzen Schalter für Kapitel 2 zu aktivieren. Halt bei den Sachen zumindest, wo man halt regulär ist. Also ob er dann hier auch die ganzen Cutscenes entsprechend angepasst hat oder nicht. Oder ob man sich quasi von Kapitel 3 zu Kapitel 2 wieder warpen könnte. Back in time, noch bevor es Ocarina of Time hatte. Theoretisch. Aber naja. Sachen für ein andermal. Den ganzen Gegner sind mir auch wurscht. Ich kann dann speichern. Aber wir kriegen bald ein interessantes Up gerade. Ist auch interessant, wie die meisten untoten Gegner mit allerlei Elementen angreifen, außer Erde. Das kommt so gar nicht drin vor. Oder halt nur sehr selten. Ich meine, ja, wir hatten theoretisch halt die Höhle vorher mit den ganzen Erdgegnern, aber das hat ja auch einen thematischen Grund. Hier sind viele Gegner aufgrund von Morrigh wieder auferstanden worden, aber sie kriegen nicht die Gabe der Erdangriffe. Was interessant ist. Ist mir nur mal so nebenher aufgefallen. Aber es ist auch ganz interessant, wie dann dadurch, dass halt Zombies hervorhebt, dass sie ja dann die Dunkelheit haben, weil sie jetzt Untote sind, statt dass deren Einfluss in die Zombies reingeht. Und dann sie zu Erdgegnern werden. Auch wenn ich frage, wie das bei den Pestilenten ist. Naja. Ich könnte sogar bis zu Morrigh 1 kommen. Ich werde sogar Morrigh 1 schaffen. Schauen wir mal. Saras AOE wird nicht wirklich eine Option sein. Ich meine, ich kann es theoretisch tun, aber ich muss dann halt... er beschwört dann neu, dann muss ich MP halten, ich kriege dreimal Schaden und dann greife ich halt wieder an. Also... auf dem Deckel kriegen werde ich sowieso jedes Mal dann von 4 Entitäten. Auch wenn der Schaden von Morrigh quasi nur alle 2 Runden ist und halt von 3 Gegnern. Aber wahrscheinlich ist es besser, halt wieder einzukillen und dann halt
Oder halt Runde 1 Morrigg mit Schock zu treffen. Das könnte ich theoretisch tun. Morrigg mit Schock zu belegen und dann mit Pyromania zu arbeiten. Das könnte ich sogar tun. Pyromania? Pyromagier, glaube ich. Pyromagier, ja. Das könnte ich theoretisch tun, weil wenn er gestunt ist, dann kriegt er halt die Runde, dann kriegt er das nicht raus. Und wenn, dann versucht er erstmal wieder die Gegner zu beschwören. Und die dürften dann ja noch nicht angreifen aufgrund des Speed-Tiers. Glaub ich zumindest. Außer Morrigg müsste dafür schneller sein. Das weiß ich aber gerade nicht mehr. Ich meine, ich kann es ja dann erproben. Die Beschwörungsformel ist sowieso sehr seltsam. Das hatte ich ja schon mit Elvian dann ausführlich getestet, weil das bei ihr wirklich relevant wurde. Dass Gegner sich mal entsprechend daran verhalten haben und mal nicht. Und wo mir halt auch keiner es beantworten konnte, was das Problem ist. Die Vermutung ist halt, dass ein gewisser Random-Wert noch mit Agi gerollt wird. Aber ja. Keine Ahnung. Sehr seltsam auf jeden Fall das Ganze. Aber erstmal haben wir noch andere Gegner zu schlagen. Vor allem Zombie Locksmith. Wie sagst du, die haben halt auch nur 50%ige Feuerschwäche. Das ist 100%. Ja, dann könnte ich auch durch die durch den Schild 1000 Schaden rollen. Dann wäre der Kampf sogar eventuell machbar. Oder wird das sogar auf 100%? Ich glaub's eigentlich fast schon nicht. Sache ist, wenn es nicht magisch ist, dann kann ich es gleich verhaken, weil ich werde physisch immer weniger Schaden machen. Weil die magische Angriffe halt auf 150 Powerwert setzen. Das dauert ewig, bis ich das ausgleichen würde mit meiner physischen Ausstattung. Ach ja, wie oft man genannt werden kann. Ist das nicht schön? Aber ja. Schauen wir mal. Mehr Spirit würde natürlich potenziell helfen, aber naja. Ich kann zwar den Schaden durch drei Angriffe reduzieren, genau genommen sogar durch vier. Ne, durch drei, weil bei einem muss ich aussuchen, entweder Dunkelheit oder halt Luft. Aber das Problem ist ja halt, dass halt dann die Werte senkt und dann mache ich keinen Schaden mehr. Ich kann mich natürlich auf zwei Werte fokussieren, aber es ist halt wirklich halt einmal Lock Soul, einmal Lock Body und schon hat sich's erledigt. Was halt ein bisschen sehr saugt. Wie immer ganz cool ist, dass jetzt Hero Dragon einer der wenigen ist, der auch auf, oder halt auf 50% magischen Widerstand kommen kann. Die ganzen Magier kommen auf 60%. Aufgrund der drei Roben. Aber er kann sich nochmal die minus 20% holen. Er kommt ja nicht auf 50, Entschuldigung, ich denke an die 30 offensiv. Aber er hat ja schon minus 10, aber er kann sich ja nochmal minus 20 holen. So rum. Jetzt wird ein Schuh draus. Remedy. Und das Ancient Blade. 6 Attacke mehr. Wupp, wupp. Und nicht nur das, sondern auch... Oh, du hast mir gar keinen extra Spirit gegeben. Oh. Aber magische Damage minus 20%. Das ist einiges wert. Doch nicht jetzt, aber dann. Ich glaube, Soak 10 würde sogar sich dann eher lohnen, durch Damage minus 10% zu rollen, weil er, glaube ich, mehr macht. Ich weiß es nicht. Ja, das heißt, für Dolgen lohnt sich dann wahrscheinlich auch zuerst für das Burial Sword zu gehen. Statt die Arena. Weil er das benutzen kann. Und da ist er. Die Bone Mail. Schützt nicht nur vor Dunkelheit, sondern vor Curse. Und halt die Passive ist vor allem relevanter jetzt gerade für mich. Und da ist jetzt die Frage, ob ich die Chillbite Armor nehme. Die reduziert den Schaden halt von Lock Soul und gibt mir, macht das sogar zur Heilung. Und gibt mir noch extra AP. Oder die Bone Mail, dann muss ich nämlich nicht den passiven Curse-Schutz anlegen und es macht den Schaden von Curse um 50% niedriger. Rein rechnerisch lohnt sich halt natürlich Chillbite Armor mehr.
Also weil ich einmal den abbekomme, ist ja wahrscheinlich sowieso Sense. Aber schauen wir erstmal, was mein Schaden ist, ne? So, ist halt so durch, 7, ja. Gut. Dann erstmal Skills lernen. Und vorhin erstmal, Item Storage. Jetzt kann ich jetzt nicht wegschleudern. Tue ich hier rein. Den Rest verschleudere ich dann. So. Phoenix hier dann und der ganze Rest, der bleibt. Property haben wir schon. Hervorragend. Weil die sind jetzt halt obsolet, weil ich Bonestone habe. Und das gibt halt auch 2 physisch und dazu nur 2 magisch. Was natürlich ganz cool ist, dass solange mein Spirit noch 1 ist, kann ich mit, also nicht ganz, weil ich dann halt keine MP mehr würde, aber rein theoretisch wird halt Recovery halt mich trotzdem immer 9099 heilen. Selbst mit einem Spirit, aber ich jetzt dann nicht mehr die MP habe. Und daher. Und schützt für Slav. Slav und gibt Spirit, also kannst du weg. Oh, du kannst auch weg. So. Ja, du schützt auch für Cursor. Nochmal Water. Heilung, aber das ist mir ziemlich wurscht. Magische Def 10, das ist Feuer. Eigentlich alles sehr cool, aber ja. Mein theoretisch könnte ich das ausrüsten. Und das, dann schütze ich mich vor 2 Elementen. Und sogar vor 3. Nee, weil ich dann immer noch die Rüstung habe. Aber naja. Jetzt erstmal meine Skills lernen. So. Level 7 und nicht sehr viel MP. So, Item Storage. Ja, ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Okay, dann schauen wir, wie viel Schaden ich heute mache. Wenn das nicht klappt, dann Zombie-Feder. Die Sache ist halt wirklich, dass halt es zu riskant ist. Halt, er kann mich durchaus physisch angreifen, das ist durchaus okay. Weil ich das jetzt nicht vorhätte. Aber magisch A müsste ich genug Schaden holen. Ich werde vorhin bei dem steht nicht mehr auf 1000 kommen. Halt, außer er hat 100% Schwäche. Dann kann ich darauf kommen. Dann müsste ich aber 2 Runden kriegen, wo ich entsprechend rolle. Und das sind dann halt 4 Angriffe. Nee, wenn ich schneller bin, sind es sogar nur 2 Angriffe. Ah, die haben alle 50%. Ich glaube, das ist beim Zombie Locksmith nicht anders. Erstmal schauen, wie viel Agi er hat. Weil ich habe jetzt 16. Könnte sein, dass er auch 16 hat.
Habt ihr 100? Ne, alle 50. Also wird es der gleiche Schaden sein wie bei Zombie Schaman. Weil wie viel magische Verteidigung hattest du denn? Upsa. Metodio. Bernhard. Hast 50% und du hattest 6. 50% du hattest 5. Könnte also mehr rollen. Weil das nicht so viel mehr Unterschied machen wird. Nein. Mirror. 15, also ist auf jeden Fall die AG plus 1 Pflicht. Auch nur 50% leider. Keine MDF, aber ja, 2300 Leben. Das wird vermutlich nicht funktionieren und du bist halt gegen alles immun. Nee, keine Schnitte. Jetzt kann ich nicht mehr physisch angreifen. Bei weitem nicht genug, weil immer diese scheiß Schäde sein müssen, ey. Ja, jetzt mich halt MP genutzen, hast nicht gesehen, aber ja. Können wir vergessen. Halt, selbst wenn ich Level hoch trainiere, ich kriege keine Möglichkeit, irgendwie nochmal so 1000 Schaden reinzufetzen. Es sind so viele Runden, wo ich hoffen müsste, dass er nicht Lock Soul benutzt. Ich kann theoretisch die Evasion ausrüsten, das sind halt 20%. Yay. Also nein. Nein. Halt, hier kann es theoretisch funktionieren, aber ja. Ich kann es mal tun. Und Ende. Tada! Und schon ist egal, weil er sich auch Hass haben muss. So ein Scheißgegner, ganz ehrlich. Einfach der beschissenste Gegner im Spiel. Ganz ohne Frage. Jetzt meinen Schaden auf gnädige 500 geholt kriege, sind das trotzdem 5 Angriffe. Ergo 8 bzw. 10 Stück. Je nachdem, wo ich schnell. Weil ich bin schneller. Also wären das 8 Angriffe, wo ich hoffen müsste, dass das RNG in meinem Gunst. Es ist ja nicht darum, halt zu überleben. Man sieht ja, dass er mir nicht wirklich Schaden macht, weil ich genug Schaden reduzieren kann. Es ist einfach wirklich. Okay, er hat. 1, 2, 3, 4. Er hat 5 Angriffe. Und du wirst nur von einem davon getroffen werden. Okay, das Agilitätsding sorgt dann dafür, dass er dann nochmal von den 8 auf die 10 Angriffe geht. Das wäre auch kacke. Aber ja, ich müsste entsprechend hoffen. Und das ist halt... Kannst nicht vereinbaren. Kannst nicht vereinbaren. Physisch werde ich noch weniger Schaden machen. Ich kann theoretisch schauen. Aber nee, ich glaube, er hätte nicht mehr Luftschwäche, ne? Ich glaube, es war nicht meine Luftschwäche vorhanden. Nein, also überhaupt keine Chance. Ich könnte mit Erde angreifen, 50%. Aber ja. Aber ja. Einfach ein sehr beschissener Gegner. Oh, hier habe ich das Problem, dass ich schneller bin. Das habe ich so jetzt nicht bedacht. Gut, mehr kann ich auch in Verteidigung nicht machen. Ich kann mir halt extra AP geben, theoretisch. Aber ja. Ja, dann schauen wir mal Level 7. Das reicht. Wie viel Schaden er mir überhaupt macht. Ich meine, ich habe 10 Verteidigung, 30% Schadensreduzierung, 20 wird abgesogen. Könnte okay laufen. Frage ist aber auch wieder, wie viel Schaden ich mache. Boah, jetzt haben wir ja auch wieder Feuer. Okay.
Oh. Blöd. Aber es geht theoretisch. Also kann ich einmal mit Schock angreifen. Hey, es geht sogar. Und er macht nicht eine Milliarde Schaden. Ich kann es auch mit 7 machen. Hey, Hero Dragons ist jetzt ziemlich gut unterwegs. Muss man mal hier so, ne? Ich meine, das war jetzt ziemlich gut an Schaden gerollt. Ich muss jetzt halt schauen, ob das wieder funktioniert oder nicht. Wow. Okay, Moment. Okay, einmal Pyromagier. Ohne Reaktion. Hoffen auf genug Schaden. Und dann heilen, bis er verfehlt. Und dann. Ui. Ich könnte aber theoretisch statt den. Ne, es sind aber 3 Skillpunkte, ne? Ja, es sind 3. Also bringt mir so nichts. Nice. Jetzt kannst du anfangen zu verwehren. Danke. So, bitte kein Crit. Das war nicht mal bei weitem genug! Oh Gott. Okay. Wow! Wow! Dein Ernst? Nochmal den ganzen Spaß. Man könnte mir ein Level höher holen, dann könnte ich für Evasion gehen. Das macht ein bisschen mehr Schaden. Ich habe ein bisschen mehr AP. Naja. Wenn ich unter 900 rolle, ist eigentlich schon vorbereitet. Ey, ist das. Genau! Jetzt bräuchtest du so unter 900 Schaden. Wie ist mit 1000? Und davor 2x800. Genau, ey, genau. Okay.
Oh, komm schon! Mhm. Brauche ich jetzt wieder zu wenig? Was? Oh, ich bin dumm. Ich bin dumm. Ja, verfehlt zweimal. Ich hole mir Level 8. Was soll der Quatsch? Hol ich mir Level 8. Okay. Knapp. Wie war das 18 oder 16? Ja, okay. Ja. Fuck, ich könnte auch diesen Jahrhundert zu Morrigan kommen. Nee, lass mal, Porsche. Nein! Oh, bitte. Okay. Okay. Danach habe ich nicht genug MP. Und das war lächerlicher Schaden. Schade, dass ich nicht genug MP habe. Oh, ich hab. Okay. Gut, hat sich eh erledigt. Goddammit. Ah, und selbst dann habe ich nicht genug Schaden geholt. Nein! Was? Halt. Immer speichern. Und erneut. Ja. Ja. Okay.
Irgendwann wird er sich auch mal wieder dazu herablassen zu verfehlen. Irgendwann. Irgendwann in diesem Jahrhundert. Ich sage es, die Schadensrange ist zu groß. Halt, manche Treffer kann ich unter Berserk wegstecken, wenn ich einmal angegriffen worden bin, andere nicht. Oh mein Gott, kannst du bitte jetzt mal wieder verfehlen? Danke. Und jetzt bitte nicht critten und genug Schaden kassieren. War schon mal gut. Danke. Und jetzt bitte nicht Scheiß-Damage rollen. Danke. So schwer war das doch nicht. Meine Phrasen. Greatex, kann ich nicht ausrüsten, leider. Nerr. I'm dead. Meine Güte. Und das gleiche dann nochmal. Und der einzige Nachteil, dass die Zauber so viel kosten. Das müsste durch sein, ja. So, noch die Map. Dann Zombie Warrior und dann sind wir bei Morrig 1. Woo! Eigentlich auf einem recht guten Pace und wir sind auf Level 8. Das ist ja eigentlich ziemlich gut. Jetzt die Frage, ob ich das Level bei Morrig halten kann. Ich bezweifle es ein wenig. Aber mal schauen. Dann ihn stunnen, Pyromania rausnehmen, MP heilen und dann geht es eigentlich die ganze Zeit weiter. Also es wäre halt effektiv ein Hoffen mit Mana Berries und Pyromania genug Schaden zu machen dazwischen und halt quasi andere Runden von ihm zu vergeuden und höchstens nur Schaden durch die Lakaien zu kriegen. Aber auch da muss ich ihn drin heilen. Es ist die Frage, ob das Beste ist oder ob das wirklich zu viel Zeit kostet. Ich könnte versuchen, ihn halt solo zu fokussen. Ich glaube, er nimmt gar keinen extra Schaden von Feuer, sondern von Luft. Und da hat er leider das Schild. Also dürfte Pyromania zuerst mehr Schaden machen. Das wären zuerst einige Angriffe, die ich dann wahrscheinlich landen müsste. Aber einmal Schock aufzuholen ist wahrscheinlich eine ganz gute Idee. Muss ich mal schauen. Wahrscheinlich sind zwei Ritter und... Bei Ritter Memorial Focus ist wahrscheinlich die bessere Devise. Muss ich mal schauen. Na, komm. So. Ach, wäre das schön, wenn ich das könnte. Leider kann ich es nicht. Sag ich, werde wahrscheinlich mich nicht um MDiv kümmern, weil er das sowieso mit Arcane reduzieren kann. Und ich würde ungern, ne, wenn physisch dann ein wenig wichtiger ist. So. Okay.
So, und jetzt ist wieder das Bäumchenwechsel ins Spiel. Wenn ich 6 MP mehr hätte, könnte ich einen Recovery halt in der Hinterhand haben. Naja. Ja, wenn es so weitergeht, werde ich meine Bitter Potions los, bevor ich bei Morik bin. Hey! So, jetzt bitte guter Schaden und kein Crit. Schaden. Gut, das sollte ein Sack und Tüten sein. Ey! Nice! So. Storage. Erstmal mal einen Safe speichern, falls ich mehr Erfahrung brauche. So, also, vergiften kann er. Und verfluchen kann er auch. Die Triple Armor gibt zwar extra P, aber ich glaube, Bone Mail ist die bessere Idee, auch um Drain schwächer zu machen. Ansonsten 9 physische Verteidigung, das klingt alles eigentlich ganz gut. Wo krieg ich die 2 magisch? Ah ja, wegen dem Gedöns. Also hab ich da nochmal ein bisschen was. Könnte jetzt austauschen, mich gegen Gift zu schützen, aber ich glaube, das ignoriere ich einfach mal gekonnt. Ich meine, theoretisch, wenn ich jetzt noch auf Fürsten wäre, könnte ich mir einfach Autoregen holen. Das wäre natürlich sehr cool, aber naja. Ich glaube, mehr kann ich nicht wirklich tun. Und ist das das Setup? Versuchen wir es mal. Ich bin auf jeden Fall schneller mit dem Agi-Punkt. Mit dem Punkt in Agi, so. Beim Bonus-HP könnte ich auch mich vor Gift, Immunie. Oh! 17. Fuck! Das ist sehr blöd. Weiß ich mit deinen Schwächen. Ihr habt kein Feuer. 70% Rate. Da würde Autoregen auch extrem helfen, weil ich ja ganz an ihm Heilung hätte. Ah. Ja, ja. 14% Chance rauszukommen, meine Damen und Herren. Ich glaube, ich bin gerappt.
Oh, ja, Schaden. Ja, ne? 14% Chance kann man schon mal zweimal so kriegen, ne? Und 50% da mehr durchkommen, als davon afflektiert werden. Ja, ja. So, ich könnte es auf diesen niedrigen Level versuchen. Oh, warte. Aber ich glaube, es ist einfach dezent schlauer, wenn ich wieder behole. Oh, shit! Ha, der gibt Erfahrung? Gut, damit hätte ich mein Level 14. Das tun wir jetzt mal hier hin. Aber ja, damit hätte ich dann auf jeden Fall dann meine Siegestrategie. Einfach mir einfach Autoregen geben zu lassen. Ich kann sogar Absorb MP durch benutzen, um mir ein bisschen MP wieder zu holen, aber das ist blöd. Kann ich mal Evasion raufholen. Oh. Damage. Meine, wie viel MP habe ich jetzt? 62. Das ist nicht viel für 6 Level. Aber ja, das könnte ich jetzt theoretisch machen. Gut, habe ich schon mal einen Safe, der effektiv vorbereitet ist, um morgen verletzt werden. Aber ja, von wie viel HP habe ich jetzt? 500! Ja, also auf Level 14 könnte ich das Ding ziemlich safe gewinnen. Oh, das sehe ich gerade. Moment. So. Ein besserer Schuh raus. Möchte ich das tun? Eigentlich nicht. Wollen wir mal, ob es mit weniger geht. Hey, und noch mehr Erfahrung. Nice. Ich meine, in allen Fällen ist es halt RNG. Aber ja. So, Level 10. Bisschen mehr HP, bisschen mehr höhere Werte. Bisschen mehr höhere Werte. Ich meine, jetzt MP-technisch bin ich auch auf... Nein, bin ich nicht. Nein, an 2 Level nicht gereicht. Auch nur 2 MP. Oh, pro Level ist ja furchtbar. Gut. Also 11 könnte das Minimum sein. Dann schauen wir mal. Thank you.
Jetzt wäre Level 11 gut. Jetzt wäre Level 11 sehr gut. Okay, das ist vollkommen okay. Ich könnte gewinnen. Oh, was ein Timing! Ja, der Sieg ist mein! 11 wäre besser gewesen, weil ich dann 56 gehabt hätte für Notfall-Recover. Aber ja, wuh! Das war erstunken und erlogen, der Sieg. Aber das ist mir egal. Whoop the fucking get a Raptorinode. Yeah! Yeah! Angie muss auf meiner Seite sein. Und wenn nächstes Mal wieder schief läuft, rege ich mich wieder auf. Ich sehe schon kommen. Aber es geht. Er hat Stunt. Theoretisch kann es funktionieren. Und es war auch öfters mal dieses 50-50 mit. Er ist gestunt, er beschwört. Er ist gestunt, er ist beschwört. Ja, wenn ich halt Regen nehmen hätte, dann müsste ich nicht mehr wirklich Potion schmeißen, weil ich mich in der Zeit genug heilen würde. Also auf 14 wäre der Kampf so ziemlich garantiert. Außer ich hätte massives Pech. Was durchaus passieren kann. Wie wir alle wissen. So, es gibt erstmal ein bisschen Kram zu holen. So, erst einmal kommst du hier hin. Nice. So, oh, ich habe da ja was vorbereitet. Das machen wir einfach jetzt noch. Ich glaube, das ist durchaus okay. Erst einmal kann ich ja so machen. Kann ich auch so lassen. Ich habe da ja nämlich was vorbereitet. Zuallererst Kanonia. Na. Mir. Wieso bin ich nicht vollgeheilt? Achso, ja, weil ich die Rüstung angelegt habe. Ich hab's doch schon auf 100 gestellt. Wieso geht das einfach nie? Ich meine, bin ziemlich sicher, dass es 14 Millionen werden wird bei Zombie Morik. Aber da sind wir ja noch nicht. So. Was ich als nächstes jetzt erstmal mache, ist Cambria soweit alles erledigen. Weil ich habe mir was Kleines eingebaut. Hatte ich ja beim letzten Mal erzählt. Und das kann ich jetzt vorführen. Also, ihr würdet das eh nicht sehen, das ist einfach für mich nur, ne? Für mich halt, um Zeit zu sparen. Oh, ich bin höheres Level, hab bessere Ausrüstung und sogar, nee, Reaktion mehr nicht, aber ich kann mehr ausrüsten, so. Zusätzlich macht ihr immer noch viel zu viel Schaden. Aber gut. Ich habe die Macht. Die Idee wäre dann auf Level 10. Wobei, das funktioniert ja auch nicht. Also ich habe dann nebenher Recovery, das ist korrekt. Aber er hat ja Haste, also von daher ist da wahrscheinlich sogar schlau, einfach 2 Stück rauszunehmen, damit der Schaden halt geringer ist. Weil klar, eine Runde ist dann halt beschwören, aber dann greift er wieder an und ich habe dazwischen nicht genug MP. Und Absorb MP wird auch nicht funktionieren, weil ich absorbiere damit halt nur einen Bruchteil von den MP, die halt der Skill gekostet hat vom Gegner. Aber das hilft mir nicht weiter, weil ich nur eine Aktion habe.
Also wird das wahrscheinlich auch auf Stun hinauslaufen. Aber nur kann ich Recover drücken, um zu heilen. Ist natürlich auch nochmal ein Vorteil. Und er hat auch M-Schild. Und ich habe da ein besseres Schwert. Könnte mehr Schaden machen. Wahrscheinlich wird es jetzt noch Pyromania hinauslaufen. Ja, wahrscheinlich Pyromania, weil er einfach 50% Feuerschwäche hat. Er hat zwar, glaube ich, 100 Luft, aber das wird es nicht ausgleichen. Das ist natürlich, dass ich dann, wenn ich Auto-Regen nehme, dass ich dann nicht genug habe, um mich gegen die ganzen Stauseffekte zu schützen. Also ich werde sowieso Bone Mail benutzen, wegen Curse. Wahrscheinlich die beiden Green Beats, um Erdschaden zu reduzieren. Das heißt, ich werde physisch auch wieder mehr Schaden kassieren. Einfach alles ein wenig sehr ungünstig. Die Sache ist halt auch, dass das Schwert, das gibt mir halt extra Stärke. Das wäre für Schock und so ganz cool, aber ja. Ist halt leider kein Quarry Undead. Leider, leider. Müssen wir schauen. Ja, ich habe die Vermutung, dass er nach hinten hin nicht wieder eigentlich seine extra brauchen werde. Weil ich einen guten HP-Set habe und wie gesagt, ich kann natürlich ja meinen Spirit noch höher hauen, solange ich auf ein Spirit komme, heile ich mich immer noch um. Maximum. Wobei, dann habe ich ja, ja, die MP sind das Problem. Wenn jedes Level sind 2 MP, wie viel sind dann Spirit? Ich meine, ich bin jetzt Level 10. Das heißt, 44. 44 durch 12. 36. Also 3, irgendwas ist jeder Spirit wert. Das heißt, ich bräuchte, wenn ich schon 44 bin, 41, 35, 35, 32. Also je nachdem, was die Kommazahl ist, so um sechs Spirit noch? Wobei, das rechnet sich ja ein bisschen anders, weil dann Level noch später hinzukommt und Spirit ist ja der Basiswert, also die Level geben mir nicht zusätzlich noch. Ist blöd halt. Einfach blöd. Das ist der adäquate Ausdruck, ist einfach blöd. Mit Arcane Cataclysm. Muss ich mal schauen. Jedenfalls. Ich glaube, das Smithfield hat ja nichts Besonderes. Upsa, falsche Waffe. Nein, einfach weiter eine schlechteste Waffe. Jedes Mal auf Neues, dann oh, eventuell Hoffnung, aber nein. Ich weiß nicht, warum diese Waffe existiert. So. So. Gab's noch Rüstung? Ne, es gibt ja nur die grünen Robe, ne? Der Rest ist mir relativ wurscht. Ja, das Banditenleder und so gibt's halt nicht. Was schade ist, aber naja. Ist auch cool, Green Robe vs. Trilbite Armor. Ja Mensch, was davon nur besser ist. Man weiß es ja nicht. So, jetzt kann ich erstmal kurz hier mir die Skills beibringen. Kann ich lernen. Ich kann auch Resist Water lernen. Das wird mir helfen. Hab ich zu einfach, weil ich es kann. So. Thank you.
Ah, halt, stopp. Zombie ist relevanter. Gut, das ist dann mein Setup. Gut. Item Storage. Zweck. Ich behalte ich noch. Aber davon brauche ich keine drei. Fire Pendant immer noch nicht. Habe ich die Skillpunkte inzwischen dafür? Nee, ne? Das wären 9. Nehmen wir sogar 10 oder so, richtig viel Level. Na, na. Aber das kann ich nach hinten noch lernen. Soll ich noch einen zweiten Goldring geben? Aber ich glaube, ich bilde mir das gerade ein. Schon zu lange her. Gut. Dann wird's Zeit. Ich meine, das ist dann für Parts relevanter, wo wir eventuell bei Morix starten, dann recht schnell durch sind. Weil, was ich noch eingebaut habe, ist... Ich muss jetzt schauen, ob das entsprechend funktioniert oder nicht. Ich sollte vorher speichern. Irgendwas passiert. So, kriegen wir jetzt das Dialogtier-Ding wieder. Und ich werde teleportiert. Und jetzt bin ich wieder hier. Und das spart halt einfach Zeit und ist angenehm. Ja, ich kann noch nicht so viel hier manipulieren, weil viele Änderungen einfach dann alles zum Einstürzen bringen, effektiv. Was sehr saugt. Aber ja, das kann ich zumindest machen. Das könnte viel zukunftsrelevanter sein. Jetzt vor allem hat es mir einfach Zeit gespart. So. Oh, das heißt, beim nächsten Mal, ja, kommt dann halt wieder, Digga, das Ganze hier kloppe. Zombie-Dragon zuerst. Dann, wobei, wisst ihr was? Das machen wir jetzt noch mit, einfach um Zeit zu sparen. Aber ja, das heißt dann, das ist halt Zombie Dragon. Ich glaube, das wird wieder relativ einfach. Könnt hier und da ein bisschen Schaden machen, aber halt, Dunkelheitsimmunität ist recht leicht zu bekommen. Die Zauber können ein bisschen anders sein, also vom Schaden her, aber ich habe Bulk. Ich habe magische Verteidigung und ich habe nochmal 30% Reduzierung vom Schaden. Soll gut funktionieren. Außer statt den Weg einfach händisch zurückzulaufen, kann ich mich dann nochmal über den Priester teleportieren. Ha, Exodus-Schauer, Fuchs. Erstmal, das ist natürlich viel angenehmer. Keine Ahnung, ob ich sowas in Zukunft noch für andere Dinge einbauen werde. In Chapter 2 brauche ich das nicht wirklich. Ich meine, theoretisch ja beim Kanonier, um mir die Geo-Jacket zu holen, aber das ist halt... Könnte ich theoretisch aber sogar machen. Ja, ich glaube, ich baue das sogar theoretisch ein. Ist eventuell eine ganz gute Idee. So. Warp. Ich mir da noch das Backtracking halt für die Mine nicht, weil ich mir dann eh die ganzen Schätze hole. Aber ja. Tadei! Hervorragend. Ah, das Leben kann so schön sein. So. Und Speicher. Gut. Heißt, nächstes Mal ein Zombie Dragon, mache ich mir weniger Sorgen. Arena könnte wieder sehr scheiße werden, einfach halt Locksmith und Zombie Warrior, weil ich jetzt auch nicht so in die Höhe bin. Mal gucken. Wahrscheinlich werden ein paar Level mehr einfach nötig sein. Und die Saviors sind eigentlich nicht relevant. Die Sache ist halt dann natürlich, Zombie-Monster kann ich theoretisch gut klatschen, wenn ich die MP dafür habe. 36 MP. Nee, sie kriegen ja gar keinen Bonus-Damage. Das habe ich gar nicht bedacht. Das könnte scheiße ausfallen, weil die haben auch gut HP. Notfalls Level. So ein, zwei Stück noch. Mal gucken, eventuell irgendwelche Reaktionen, die ich dann noch habe. Aber ja, das sehen wir dann. Und dann halt Finale, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass das wieder einiges an Level und auch Stellmehrzyklus voraussetzt. Ich hatte so Recovery. Recover, das kostet aber 20 MP. Ich werde primär MP brauchen, um Schaden zu machen. Muss ich ansonsten wahrscheinlich aufs Stun verlassen. Aber gut. Das dann. Ich hoffe, man hatte Spaß. Mal gucken, was ich jetzt noch mache. Ging jetzt ja länger als erwartet, aber hey, muss auch mal sein. Bis zum nächsten Mal und ciao.